Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. Hier in Thailand, an der Westküste Thailands. Und ja, wir haben im letzten Part die gute Nathla getroffen. Also wir sind auf Amandas Schiff gewesen, da ja uns der Handschuh, Thors Handschuh geklaut wurde von Amandas Leuten. Und dann sind wir da hingegangen, haben... Hallo, hi. Good to see you. Naja. Haben dann, die sind da reingegangen, haben dann Nathla getroffen, die Gute, die da gefangen wird von Amanda. Die uns dann, ein bisschen was erzählt hat und auch, uns auch den Tipp hier mit, ja, mit Thailand gegeben hat, dass wir nachgucken sollen, denn wir brauchen Thors Hammer, um Helheim zu betreten, also die Unterwelt, die auch gleichzeitig Avalon ist, wo er in Laras Mutter sein soll. Und nachdem das Schiff dann gesunken ist, haben wir Amanda noch getroffen, beziehungsweise sie haben auf sie geschossen, von Weitem auf den Helikopter. Und sie hat uns den Handschuh zurückgegeben, beziehungsweise zurückgeworfen. Und ja, wir sind jetzt hier in Thailand und haben im letzten Part schon noch einen Tagebucheintrag bekommen, den ich jetzt einmal ganz kurz vorlesen möchte. Natürlich noch. Und zwar Thailand-Expedition. Ich weiß nicht, wie eng mein Vater mit Nathla zusammengearbeitet hat oder ob sie mich anlügt. Fest steht allerdings, dass sie ihre eigenen Pläne hat. Wenn sie mir Informationen gibt, dann nur, weil wir dieselben Ziele verfolgen. Ich kann also nur vermuten, dass es hier etwas gibt, das mich aber dann näher bringt. Egal, ob Vater diese Städte erforscht hat oder nicht. Ja. So, natürlich auch hier, wie man es schon sieht, unser wunderschönes, mittelschweres Dschungeloutfit an, was wir uns ja im letzten Part auswählen durften, und unsere traumhafte Maschinengewehr hier. Aber das möchte ich natürlich jetzt nicht verschwinden. So. Ihr Lieben, sterbt mal ganz kurz, weil ich keine Lust habe, gefressen zu werden. Immer so großartig, dass ich einfach noch mehrere Ziele gleichzeitig schießen kann. Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, das auch down. Ich hoffe, das war's jetzt mit denen. Lara, möchtest du bitte. Lara? Danke. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Okay. Aber ins Wasser. Sehr schön. Nicht, sondern runter. Genau. So. Jetzt habe ich natürlich auch wieder unsere Luft, die da oben schön links angezeigt wird. Traurigerweise. Kein unendliches Atmen mehr. Aber gut, ich glaube, in Thailand ist es... Oh Gottes Willen, Hilfe! In Thailand ist es nicht allzu schlimm. Alter, da bin ich erschrocken, ey. Mistvieh. Vor allem hat sie ja ziemlich viel Luft. So, bevor ich jetzt da hochgehe, will ich nur kurz gucken, ob hier noch was ist. Boah, das blöde Mistvieh mich gerade echt ein bisschen erschrocken, Alter. Das ist nicht schön. Ich glaube, hier ist aber relativ wenig. Okay. Dann wollen wir doch mal hier hinaufklettern. Ich weiß zwar nicht, wie sie von da unten nach hier oben kommt, weil es echt hoch ist. Aber schon okay. So, wir haben Kontrollpunkt bekommen und können da nun hinaufklettern. So. Ich finde dieses Dschungel-Outfit sieht einfach so gut aus. Aber generell, wie gesagt, generell die Outfits in Underworld sind so cool. Also es gibt ein paar Outfits, an die ich mich noch erinnern kann. Es ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Obviously. Also es ist einfach nicht mein Lieblingsoutfit, aber es ist auf jeden Fall eins weit oben. Sagen wir es so. Oh mein Gott, hallo. Euch habe ich ja ganz vergessen. So, ein Secret und ich hoffe, es ist Medipack oder sowas. Ja, die Spinnen werden uns auf jeden Fall noch sehr viel Spaß bereiten, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Spinnen sind großartig. Best Friends Forever. Den Spinnen auf jeden Fall. Komm ich da hoch? Nee. Naja, wohin dann? Da ist ein Secret.
Nach hier links springen soll ich vielleicht nicht. Ist das einfach nur ein Secret? Muss ich einen anderen Weg gehen? Seems like it. Okay. Interessant. Und ich habe gerade irgendwas übersehen. Naja, ich mache das Licht an, weil ich immer F drücke. Okay, jetzt strömen, da komme ich nicht lang. Hallo, Tote Hai, na? Ich meine, dass es hier weitergeht, ne? Ich meine schon. Ich glaube, das ist richtig. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, wohin. Na, guck mal kurz, noch kurz rum. Aber hier ist eigentlich nichts mehr, sonst, ne, ich muss da hoch, auf jeden Fall. So. Ach, jetzt hier links lang, oder was? Ah, ja. Beautiful. So. Ich glaube jetzt hier nach hinten richten. Nee, doch. Doch, nach hinten, ja. Okay, dann einmal schön hier an den Kanten rumlaufen. Das können wir jetzt natürlich auch. Was auch natürlich sehr cool ist. Generell, wie gesagt, ich hab in Legend einige Features vermisst, die es hier in Underworld gibt. Deswegen bin ich sehr froh, das wieder so weit alles können zu tun. Alles tun zu können. So rum ist er richtig. So, Schwierigkeit ändern. Ja, Herausforderung ist bräunlich. Schwierigkeit ist okay. Ich bleib schön auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Dann werde ich nicht komplett verzweifeln, aber auch nicht hier durchrushen wie sonst was. Oh mein Gott, das war richtig knapp. So. Es ist so schön hier, ne? Dieser Schleim, der mir oben spritzt, wenn man die erschießt. Oh, das ist. Oh, guck dir das. Oh mein Gott, diese Aussicht. Das sieht so schön aus. Ah. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, da. Wieso geht der Weg da komplett runter, wenn einfach nichts ist? So. Und auch da. Beautiful. Ein wunderschöner Checkpoint. Und sehr viel Gestrüpp. Und noch ein weiterer Checkpoint. Ja, hallo. Ich habe erstmal instant vergessen, dass man schon vorher Magietagen festmachen kann. La Kamera, hallo. Schon mal, obwohl ich. Warte mal. Ich meine, bekomme ich erst oben. Ja, wir hören schon den wunderschönen Kollegen. Ich weiß gar nicht, wann der angreift. Ist das jetzt schon direkt oder kommt es nicht erst oben? Ich glaube, es kommt jetzt schon. Ja. Scheint jetzt schon zu kommen. Hallo. Ich habe eine wunderschöne Waffe für dich, ne? Just saying. Ne, der kommt anscheinend doch erst oben. Ja, okay. Heißt doch richtig in Erinnerung. Er ist anscheinend ein sehr lauter Freund. Aber sieht so aus, als würde er nicht mehr, noch nicht hier unten ankommen. Ich finde es zwar schön. Also Lara guckt halt die meiste Zeit relativ streng und sehr böse. Aber zwischendurch hat einfach diesen kleinen dieses kleine Lächeln dann wie die ganze Zeit. Das ist voll süß. Das ist mir ja gerade eben mal so aufgefallen vor der Aufnahme, dass sie einfach. Also sie guckt halt die ganze Zeit so Augenbrauen ziemlich runter, so ziemlich wütend eigentlich, so ein bisschen böse. Aber zwischendurch hat sie immer dieses Lächeln. Das ist eigentlich sehr süß. So, ja, die Kaminsprünge.
Mauer mit Kaminsprüngen nach oben. Ich habe keine Ahnung, was Kaminsprüngen sind. Aber soll das Wandsprünge sein? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wandsprünge hatte ich ja schon einmal gezeigt. Sieht, glaube ich, gut aus. Naja. Das ist richtig. Dann einmal hier rein. Dann da hoch. Dann nach hinten. Perfekto. Dann hier so lang klettern. Ich bin mir ganz sicher, die Einwohner damals sind genau den Weg hier gegangen. Ja, ja. So gut, die Tür da unten ist ziemlich zugemauert, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum die zugemauert ist, weil wenn die irgendwie eingebrochen wäre und man wäre da nicht durchgekommen, okay, aber die ist, also, weißt du? Das Tor ist irgendwie ein bisschen, ja, interessant. Hä? Wie komme ich da nicht hoch? Achso. Oh Gott. Hilfe. So viel Kraft, wie sie hat, müsste man eigentlich echt mal in den Arm haben, ne? Das fand ich eigentlich bei Angel of Darkness ganz cool, dass sie halt wirklich begrenzt Kraft hatte. War natürlich ein bisschen schlimm an manchen Stellen, weil man halt schnell sein musste, aber es war halt realistischer. Hallo. Ich bin ready für dich. Oh, das sieht halt schon sehr geil aus. Oh. Die Musik auch dazu gerade. Yes, girl. Das sieht fantastisch aus. So, Kontrollpunkt ist direkt dabei. Da ist ein Medipack. Ah, oh, es ist so schön hier. Hat so ein bisschen dieses Afrika-Feeling aus Legend. Was ich sehr schön finde. Also kurz hier hoch. Das ist deutlich entspannter. Komme ich hier irgendwo hin? Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich sinnlos, weil hier hinzuklettern. Ah ne, hier kann ich zurückspringen. Okay, ich wollte gerade sagen. Das wäre ein bisschen weird gewesen. So von wegen so, ja, Pech gehabt. Okay, dann nach links. Wir gehen natürlich nach unten. Da würde uns ein Gegner erwarten, höchstwahrscheinlich. Aber ich möchte das alles Zeug, was wir um das einsammeln. Ich sehe den Gegner schon. Da vorne wartet er auf mich. Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Ist er das? Ist das er, oder? Oder ist es einfach nur irgendeine Pflanze, die aussieht wie er? Ne, ist er wirklich. Hallo. Na komm her. Du wirst es bereuen, mein Lieber, aber gut. Komm her. Achso. Die wunderschöne Katze sollte noch eingeblendet werden. Aua. Ist mein Gewehr ernsthaft schon wieder leer? Nee. Kann das leer gehen? Nein, es kann nicht leer gehen. Das sind ja noch mehr. Das Gewehr kann echt nicht leer gehen. Ich muss es halt nur jederzeit nachladen, aber dann. Das ist ja cool. Wusste ich jetzt auch nicht, okay. Nice one. So, okay, warte ganz kurz eine Sache, die ich wissen möchte. Never. Ach cool. Wenn man Ziel macht, überwindet sie gleich automatisch kleine Hindernisse. Ist zu hoch. Das wäre nice. Ich wusste aber gerade echt nicht mehr, dass das Gewehr bzw. generell die Waffen unendlich Munition haben, die extra Waffen. Das ist cool. Gut, macht auch Sinn, dass man nichts hier im Dschungel findet. Also, dass hier im Dschungel nicht irgendwie Maschinengewehrmunition rumliegt. Allerdings, ja gut. Nee, ich will dazu nichts sagen. Ich glaube, es
wollte gerade sagen, ja, das macht jetzt schon Sinn, ne, und so, aber wir haben schon an komischeren Orten Munition gefunden. In damaligen Teilen, also. Warum müssen wir hier nicht. Wollen wir nicht irgendwie mal nach über Realismus, was Munition angeht, reden? So, liegt hier vielleicht irgendwie noch ein Secret rum? Das wäre natürlich sehr cool. Lara, wow. Yay, der Flickflack. Noch ein Medipack. Was ich eigentlich nicht brauche, aber ist egal. Liegt hier echt kein Medipack, kein Secret rum? Das ist ja unfassbar. Ich hätte eigentlich recht, dann muss ich sagen. Warte, war es eigentlich mein Ziel, hier runter zu kommen? Oder hätte man da echt noch oben irgendwo lang gekommen? Weil ich dachte jetzt, okay, ich gehe runter. Einfach mal um zu gucken. Aber da oben kann man ja irgendwie auch noch lang klettern. Oh, das war nicht gewollt. So. So. Das werde ich jetzt überprüfen. Ne, aber das scheint es weiterzugehen. Ja, nee, das ist auf jeden Fall weiter. Dann gehe ich nach hinten und gucke dann nochmal nach, was da ist. Was das da ist. Das wird nicht weitergehen. Das scheint auch irgendwas anderes zu sein. Achso, sie überwindet kleine Hindernisse automatisch. Davon muss ich gar nicht zielen. Cool. Ja, doch, da hinten ist richtig. Ich hoffe, ich gehe nicht aus Versehen den richtigen Weg. Das wäre natürlich ein bisschen uncool. Okay, das wird sehr interessant. Bitte verkack's nicht. Ach, danke. Das wäre nämlich ein bisschen tödlich ausgegangen, wenn ich das jetzt verkackt hätte. Okay. Wie komme ich nach da hinten? Von da aus komme ich da hin, aber wie komme ich nach da hinten? So rum. Obwohl, ne, warte mal. Nicht gar nicht so rum. Moment mal, hä? Den Sprung schaffe ich nicht, das kannst du vergessen. Oder? Doch. Versuch's einfach mal. Nein. Okay, nein, Lara, bitte halt dich fest. Huh. Okay. Ich habe jetzt versucht, von hier aus irgendwie um die Kante zu springen, aber das führt ja nichts. Okay, dann weiß ich nicht, wie ich es schaffen soll. Theoretisch. Okay, erstmal hier runter. Und gehe nach da drüben. Wie sie von einem Mann geben ist hier. Fassbar. So, das Secret gehört mir. Die fallen halt echt auf. So, und dann gehe ich jetzt hier lang. Da noch irgendwas ist. Ja, ein Medipack, wundervoll. Bringt mir nicht allzu viel. Aber ich sammle jetzt trotzdem ein. Und tritt vorher nochmal gegen. Okay. Okay, ich mal ganz kurz gucken. Da komme ich jetzt weiter, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal kurz zurück. Ich will eigentlich schon ganz gerne nach da drüben kommen. Weil da ist ja irgendwas anscheinend, weil da sind nun mal Kanten zum Festhalten, also muss es ja irgendeinen Sinn haben. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder runter, ohne zu sterben? Habe ich den Sprung bestimmt? Ich schaue mal Misch. Ja, Lara aber nicht an sich. Sie ist sogar in den Stein reingebackt, an der Kante. Weil sie dachte, oh, da ist was. Ja, anstatt sie einfach dann hinspringen. Ach, da. Nein.
Ich möchte jetzt bitte sofort da hinunter. Kann ich den schon? Ja, den schaffe ich wenigstens. Na gut. Immerhin. So. Okay. Ja, aber was nun? Ich gehe noch kurz komplett runter. Als ob das Schaden gemacht hätte. Bitte. Madame. Vielleicht kann man hier so hochklettern. Nein, mit. Ach, sie läuft so schnell. Lara, bitte. Nee, das schafft sie auch nicht. Aber guck mal, da ist halt so ein Ding zum Beispiel. Und da ist auch was zum Festhalten. Also, wie komme ich da dran? Irgendeinen Weg muss es geben. Man kann es so schön abkürzen. Nice. Ja, da komme ich halt dann wieder ganz normal nach oben. Aber ich will ja um die Kante. Na gut. Wir gehen erstmal kurz auf die andere Seite gucken, was denn original noch da oben gewesen wäre. Das würde mich nämlich mal interessieren. Was war das denn? Wo komme ich denn hierher? So? Anscheinend. Na dann. Okay. Komme ich da hoch? Nein. Okay, ist schön. Das freut. Da ist ein Secret. Wie komme ich da hin? Bitte gib mir das Secret. Wenn ich das jetzt wirklich verkackt habe, dann weine ich. Andererseits, wo hätte ich sonst denn gesollt? Den Sprung schaffe ich nie. Also da wird sich niemals dran festhalten an dieser Kante da. Aber wohin muss ich? What is the mission of me? Ne, das ist zu tief. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich werde mal kurz drüber springen und dann gucken. Vielleicht habe ich Glück und sie hält sich immer dran fest, aber ich denke nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sonst hier hinkommen soll. Also, hä? Also ja, ich hing mal da oben an diesen Stangen und... Ah, okay, ich glaube, ich weiß wie. Ja, ich hätte von da aus darüber springen können wahrscheinlich. Was ist das eigentlich da? Hab ich irgendwie die komplette Welt verpasst? Moment. So, ich sehe gar nichts, aber ist okay. Was haben wir denn da? Oder komme ich da von oben hin? Ach, wahrscheinlich, ne? Wenn ich jetzt auf der anderen Seite hochklettere wieder. Dass ich dann von oben da lang klettere. Also einfach wieder von oben runter klettere sozusagen. Dann eben nicht. Ich wollte jetzt wieder meinen schönen Umweg, meine schöne Abkürzung hier nehmen, aber dann nicht. Dahin. Hierhin. Warte. So. Alles ganz easy. So, und da hoch. Beautiful. Ist die Adrenalin-Anzeige voll, können Sie Gegner mit Kopfschüssen ausschalten. Das ist doch wundervoll. Ich erinnere mich, das nie getan zu haben. Doch, ich habe es mit den Tigern mal getan. Ansonsten habe ich es, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Aber vielleicht schon.
Vielleicht kriege ich es jetzt hin. Möchte ein Kurfschuss anbringen. Wie sehen Sie das Ziel mit G an und nähern Sie sich mit nähern Sie sich und drücken Q. Okay, ich versuch's. Ich werde es echt versuchen. Q. Okay. Hä? Ach so, ah, okay, nevermind. Was verkackt hier? Ich hab's verkackt. Also die Anzeige ist komplett leer. Hallo, darf ich bitte einmal... Hallo? Lara? Möchtest du vielleicht nicht sterben? Was macht sie denn da? Kamera, Alter! Kamera! Kamera so voll am Ausrasten einfach? War es das? Ja, ich glaube schon, okay. Gut. Darf ich jetzt vielleicht leben? Okay. Thanks a lot. Ich will das Zeug noch holen. Weil ich habe jetzt gesehen, jetzt will ich es auch haben. So. Ich hoffe... Klappt das? Muss es ja, ne? Obwohl, warte, eine Sache, bevor ich irgendwas mache. Komme ich hier rüber? Ne, da muss ich springen, okay. Nicht, dass ich irgendwie riskiere und im Endeffekt dann es einfach umsonst war. Ich einfach dumm sterbe. Oder ich sterbe halt trotzdem dumm. Ich werde es jetzt hier an der Kante festhalten können, aber dachte ich so, oh ne, das ist mir zu weit. Ach, die spawnen einfach. Ach Mensch, cool. Oh, cool. Also gibt nichts Schöneres als Checkpoints vor Gegnern zu haben, aber ich danach. Das ist doch sehr angenehm. Dass man dann einfach alles nochmal neu machen darf dann. Wenn man stirbt. Wo man die Kinder schon fertig gemacht hat. Naja gut, was soll's. So, du gehst hier entspannt rüber und ich weiß auch nicht ganz... Okay, Musik. Chill. Alles ist gut. Also ist jetzt trotzdem. Ist mir egal. Ja! Ich hatte schon so Angst, dass ich es nicht macht. Ja, PTA, ich weiß, ich weiß. So komme ich wieder zurück, richtig? Ja. Schauberpläne, ja. Aber ich will natürlich auch noch vorne noch hin, weil da ist anscheinend ja auch noch was. Was machst du da? Please don't kill yourself, thanks. Thanks a lot. Die Musik ist gerade irgendwie unnötig spannend. Ich kann hier keinen Sprung machen, okay. Ne, ich kann nicht springen. Dann wird das so schon mal nichts. Da muss ich wahrscheinlich wieder von oben dran. Außer natürlich, ich kann... Nein, wahrscheinlich nicht. An den Dingern kann ich mich nicht halten. Das habe ich ja gerade eben schon versucht. Okay, sehr schön. Da muss ich dann von oben wieder dran. Das war so klar. Ich habe nichts anderes weiter, als dass er sich falsch rumfällen lässt. Danke. So. Musik, was ist los mit dir? Was geht denn jetzt ab? Warum... Bist du so aufgedreht? Mal kurz sehen. Ja, die hast du gerade umgebracht, richtig. Hm. Gut. So, und anscheinend soll ja hier jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit bestehen, an diese Dinger da unten dran zu kommen, oder?
Die Kamera ist wieder on fleek today. Da muss ich oben lang? Also hier so. Das sieht sehr gut aus, ja. Ich glaube nicht, dass diese Stange da hängen würde, wenn sie nicht nötig wäre. So, schöner Checkpoint, wundervoll. Ach du Heilige. Und soll ich jetzt einfach... Okay. Ja, sehr schön. An die Kante da fallen lassen oder wie sieht's aus? Ist das eine Kante, wo ich mich fallen lassen kann? Ich weiß es nicht. Ich riskiere es, glaube ich, mal. Das sieht gut aus. Okay, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Aber ich versuche es einfach. Irgendein Sinn muss das Ding hier haben. Es ist nicht dein Ernst. Das ist der eigentliche Weg zum Secret. Oh mein Gott, ich weine gleich. Ich bin den Umweg zum Secret gegangen. Ich hätte einfach... Also ich bin den Abkürzung zum Secret... Oh, ich bin ein Trottel manchmal. Okay, gut. Gut, haben wir noch einen kleinen Umweg genommen. Ist auch schön. Wir hätten theoretisch hier lang gemusst. Und wir haben es aber abgekürzt, indem wir von hier hingesprungen sind zu der Kante. Okay, gut. Kann ja auch nicht schaden, mal den richtigen Weg noch zu zeigen. Ist ja auch was Nettes. Diese Musik ist einfach immer noch am Abgehen. Das ist unfassbar. So, einmal hier hoch. Da hoch. So, jetzt mache ich aber wirklich mal einen Cut. Ich glaube, ich habe mich schon ziemlich überzogen, aber ich wollte dieses Ziel noch unbedingt haben. Für diesen Part von Tunnel Underworld. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin sag ich ciao.